Aktivierung. F5, ja. Danke. So, ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich bin ja gebeten worden, über die politischen Rahmenbedingungen was zu sagen. Ich werde mich aber nicht darauf beschränken, sondern auch noch mal ein bisschen weitergehen. Das ist dann zum Teil auch Wiederholung. Das werde ich dann aber relativ schnell machen. Aber ich wollte doch noch mal ein Gesamtbild hier auch präsentieren, wie sich die Speicherfrage aus unserer Sicht darstellt. Wobei ich gleich dazu sage, auch im BMU wird dieses und viele andere Themen breit diskutiert. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, wie wahrscheinlich überall in der Welt. Das ist jetzt primär meine Sicht der Dinge, die aber, glaube ich, auch das BMU ganz gut repräsentiert in dem Fall. Also erstmal noch die Frage, warum brauchen wir überhaupt Stromspeicher? Was gibt es für Alternativen dazu? Speicherbedarf und dann das Thema, was mir eigentlich sozusagen vorgegeben wurde. Was macht die Politik? Warum brauchen wir Speicher? Das ist schon sehr ausführlich hier dargestellt worden. Einerseits gibt es Erzeugungsüberschüsse, mit denen müssen wir irgendwo hin. Die werden in Zukunft zunehmen. Und auf der anderen Seite, je mehr fluktuierende Erneuerbaren wir haben im System, umso mehr werden wir auch mit Erzeugungslücken zu tun haben. Und auch die müssen wir irgendwie schließen. Und dann ist die einfache Antwort, mit denen werden die auch immer wieder konfrontiert, ja, dann bauen wir natürlich Speicher. Das kommt aus dem politischen Raum, das hören wir auch von Bürgern. Also wir kriegen täglich Zuschriften von sehr engagierten Bürgern, die genau diese einfache Antwort eben haben und uns die Frage stellen, wieso tut die Bundesregierung nichts, wieso werden keine Speicher gebaut? Und die Antwort ist natürlich, und das kam ja, da bin ich auch ganz froh drüber, auch schon ganz gut raus bei den Vorträgen, man darf nicht einfach nur an Speicher denken, sondern man muss die Flexibilitätspotenziale und Optionen insgesamt sehen und sich eben nicht auf eine Option hier versteifen, sondern das ganze Spektrum ansehen und auch sehen, welche dieser Optionen nutze ich, in welchen Zeiträumen, mit welchen Kosten ist das verbunden und so weiter. Jetzt nochmal diese zwei Bedarfssituationen, wofür brauchen wir Speicher, Erzeugungsüberschüsse. Da ist der ökonomische Benchmark sozusagen für den Einsatz von Speichern die Abregelung. Und da bin ich auch ganz froh, dass das heute Morgen, sag ich mal, schon tabufrei angesprochen wurde. Das ist ja ein Thema, das bis vor kurzem noch sehr kontrovers diskutiert wurde. Auch im BMU haben wir beim letzten EEG-Erfahrungsbericht an der Stelle also heftig diskutiert, ob wir jetzt jede Kilowattstunde, die aus erneuerbaren Energienanlagen erzeugt wird, retten und nutzen müssen oder ob es auch eine erlaubte Option ist, das abzuregeln. Und das wird dann häufig sehr, sehr technisch gesehen. Also jede Kilowattstunde, die da ist, ist gut und wertvoll und die darf man nicht einfach wegwerfen. So ist auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung, das kommt jedenfalls in den Zuschriften, die wir so kriegen, sehr gut zum Ausdruck. Aber ökonomisch muss man sich natürlich fragen, wie sieht das aus, wenn ich so eine Kilowattstunde erzeuge, beispielsweise, wenn Sie sich einfach vorstellen, wir bauen PV im derzeitigen Tempo weiter aus, 8000 Megawatt pro Jahr, dann sind wir natürlich irgendwann mal bei einer Größenordnung, wo zwangsläufig in den Mittagsstunden Strommengen anfallen, die zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht werden und die in dem Sinn auch nicht wertvoll sind, sondern die, wenn jemand was nicht braucht, dann hat das eigentlich auch keinen Wert. Der Wert kommt dann, wenn es sich lohnt, diese Strommengen zu speichern. Und das ist halt nicht automatisch der Fall natürlich. Wir diskutieren dieses Thema sehr intensiv in der Plattform Erneuerbare Energien, in der Arbeitsgruppe 3 dort. Dort gibt es auch eine Reihe von Wissenschaftlern, die auch ein breites Spektrum abdecken, sage ich mal, wenn man die ideologisch verordnen würde, was man bei Wissenschaftlern natürlich gar nicht tun kann, weil die sind ja immer neutral. Und dort ist also unter den Wissenschaftlern interessanterweise Konsens, dass eine langfristig die Abregelung in der Größenordnung weniger Prozentpunkte effizient ist und vorübergehend sogar eine zweistellige Größenordnung für Abregelung akzeptabel ist.
Bei den anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, also nicht bei allen, aber bei einigen, wird das etwas anders gehen, aber die Wissenschaftler sind in dem Punkt relativ dicht beieinander. Und ganz klar, man muss eben die Alternativen zu Speichern sehen, bevor man zu dem Schluss kommt, wir müssen Speicher zubauen, also Netzausbau, Flexibilisierung der Kraftwerke, der Must-Run-Kapazitäten auch, Flexibilisierung der Nachfrage und, was ja eben auch schon anklang, Power-to-Heat. Auch da ist ja früher grundsätzlich als schlecht angesehen worden, auch mit guten Gründen, wenn man Strom in Wärme verwandelt. Aber das ist eben auch ein Thema, was zunehmend diskutiert wird und wo nach meinem Eindruck die Meinung eben auch dahin geht, wie das vorhin schon anklang, dass das eine sehr interessante Option ist, um zumindest Überschüsse von erneuerbaren Energien sinnvoll zu nutzen, statt sie abzuregeln. Und ein letzter Punkt, der dann immer auf größten Widerspruch stößt, ist, dass man sich auch gegebenenfalls fragen muss, ob man in bestimmten Regionen zum Beispiel den EE-Ausbau dann möglicherweise auch ein Stück weit entschleunigen muss, um den anderen Komponenten im System auch die Zeit einzuräumen, mitzuhalten. Ja, wenn man sich beispielsweise ansieht, wie stark in Norddeutschland die Windenergie ausgebaut werden soll, nach den Plänen der Bundesländer, und wenn dann noch Offshore dazukommt, das Netz nicht hinterherkommt, dann ist einfach absehbar, dass wir dort Stromüberschüsse bekommen werden in größeren Mengen. Und dann ist es natürlich einfach zu sagen, dann muss man eben da Speicher hinbauen. Aber man muss sich auch alternativ überlegen, ob es nicht mittel- bis langfristig sinnvoller ist, wenn man in den Regionen dann möglicherweise mal etwas langsamer voranschreitet und wartet, bis das Netz dann auch mal mitkommt. Hier auch nochmal der Zusammenhang, das ist ja vorhin auch schon dargestellt worden, zur Must-Run-Problematik. Also man kann, wenn man die Must-Run-Units stark reduziert, den Must-Run-Bedarf, kann man auch die Menge an EE-Strom, die ins Netz passt, sozusagen deutlich steigern. Also gibt es einen sehr starken Zusammenhang. Der andere Bereich, Deckung von Erzeugungslücken, hier ist der ökonomische Benchmark, die Gasturbine. Also ich muss mich eben immer fragen, ökonomisch gesehen, ich kann natürlich auch rein CO2-mäßig argumentieren, aber ökonomisch gesehen muss ich mich halt fragen, wenn ich eine Kilowattstunde Strom irgendwie bereitstellen muss, kann ich das billiger machen über einen Speicher oder eben zum Beispiel über eine Gasturbine. Das wäre in dem Fall so ein Benchmark. Und auch hier gibt es Alternativen zu Speichern, die ja gerade auch alle schon angesprochen wurden. Es kommt dann in verschiedenen Studien raus, auch das ist ja schon angedeutet worden, dass wir bis zu einem Speicheranteil, das ist jetzt mal die VDE-Studie, von 40% nur sehr geringe Erzeugungsüberschüsse haben. Natürlich ist da ein ideales Netz unterstellt und lokale Engpässe sind da nicht berücksichtigt, soweit ich das sehe. Aber dass die Erzeugungsüberschüsse jedenfalls bis zu einem recht hohen EE-Anteil sehr gering sind und dass ich dann bis deshalb auch keine Speicherkapazitäten in großem Stil, sage ich mal, benötige. Und das ist ja eben, glaube ich, auch schon in verschiedenen Folien zum Ausdruck gekommen. In welchem Zeitraum, ob 2020, 2095 und so weiter, das dann der Fall ist, hängt natürlich auch wieder davon ab, wie schnell die Erneuerbaren weiter ausgebaut werden. Aber ich glaube, das ist eben auch deutlich geworden, bis 2020 zumindest ist der Speicherbedarf sehr gering. Und in der VDE-Studie kommt dann ja zum Beispiel als Ergebnis, dass wir mit Speicherzubau in diesem Zeitraum letztlich dafür sorgen können, möglicherweise, dass zwar weniger Erdgaskraftwerke eingesetzt werden, aber unter Umständen mehr Braunkohlekraftwerke dann zum Einsatz kommen. Erst bei sehr hohen EE-Anteilen brauchen wir wirklich Speicher in großem Stil. Auch das ist in der Arbeitsgruppe der Plattform, zumindest unter den Wissenschaftlern, Konsens. Und dann verdrängen die Speicher eben auch wirklich fossile Erzeugung. Ich denke, dass auch die Situation auf den Regelenergiemärkten zeigt, dass wir zurzeit einfach genug Flexibilität im System haben und dass wir
Deshalb kommen ja auch die Ergebnisse, die eben präsentiert wurden, zustande. Bei den derzeitigen Preisverhältnissen lohnen sich Speicher natürlich nicht, weil die Differenz eben zwischen Peak und Base zu gering ist, um mit Speichern wirklich Gewinne zu erzielen. Aber diese Preissituationen werden sich ja eben auch ändern. Die Erwartungen sind ja eben dargestellt worden. Natürlich ist das alles unsicher und nicht wirklich berechenbar. Aber da muss man vielleicht auch mal sagen, wir sind in der Energiewirtschaft schon historisch und auch mit den erneuerbaren Energien aktuell ein Maß an Investitionssicherheit gewohnt, wie wir es, glaube ich, sonst in der Wirtschaft selten antreffen. Also ein gewisses Risiko wird es da immer geben und wir werden auch, glaube ich, staatlicherseits nie Rahmenbedingungen schaffen können, die eine 100% Vollkaskoversicherung letztlich bedeuten. So, was macht die Politik, war das eigentliche Thema. Und wenn ich schon zu dem Schluss komme, dass wir zumindest mal kurzfristig keinen großen Speicherbedarf haben, dann ist natürlich naheliegend, dass die Politik auch in erster Linie mal die Forschung und Entwicklung fördert. Da gibt es die ressortübergreifende Förderinitiative Energiespeicher mit einem Budget von 200 Millionen. Der Zulauf auf diese Initiative war sehr hoch. Wir hatten Projektvorschläge mit einem Volumen von insgesamt über 1 Milliarde, sodass natürlich nur ein Teil, und das ist ja auch sinnvoll, nicht jedes Projekt ist ja auch gleich gut, sodass nur ein Teil davon gefördert werden konnte. Diese Projekte werden so nach und nach bewilligt und kommen dann auch ins Laufen. Und das sind auch nicht nur Forschungsprojekte, nicht nur Entwicklungsprojekte, sondern da werden auch Demo-Projekte dabei sein. Und ich glaube, das ist eben auch ganz wichtig, diesen Punkt zu machen, wenn immer nur gesagt wird, da wird nur die Forschung gefördert und so kommen wir nicht weiter. Ich denke, dass zum Beispiel diese Power-to-Gas-Technologien, da gibt es ja erste Pilotanlagen und die muss man jetzt, wie das der normale Gang in der Technikentwicklung ist, mal langsam aufskalieren. Aber eben nicht, wie das häufig in der Öffentlichkeit und auch im politischen Raum gefordert wird, gleich von heute auf morgen in großem Stil die Einführung von Power-to-Gas fördern. Die anderen Dinge sind schon erwähnt worden. Im NWG wurden letztes Jahr die Speicher von den Netzentgelten befreit. Das war zunächst mal noch ein bisschen unklar, wie das genau zu interpretieren ist. Deshalb ist das dann nochmal klargestellt werden, dass das auch die Stromverluste umfasst. Und das ist auch ein Beispiel dafür, dass eben die Stellung von Speichern, die rechtliche Stellung im Stromsystem unklar und auch umstritten ist. Ist ein Speicher ein Verbraucher? Ist es ein Stromlieferant? Ist es beides? Muss man das juristisch in zwei juristische Personen aufteilen? Das ist alles nicht so ganz trivial und sehr stark umstritten. Und das drückt sich eben gerade bei den Stromverlusten aus, denn die Stromverluste würden, sage ich mal, aus BMU-Sicht eigentlich mit Netzentgelten belegt werden müssen, systematisch gedacht, weil das eben ein echter Verbrauch ist, die Verluste. Im EEG haben wir die Speicher dann entsprechend auch von der EEG-Umlage entlastet. Auch das war sehr stark umstritten. Wir haben außerdem unten auf der Folie die Flexibilitätsprämie für Biogasanlagen eingeführt, um dort den flexiblen Betrieb zu fördern. Und was keine konkrete Maßnahme ist, was sich aber einfach aus dem Lauf der Dinge im EEG ergibt, ist das, was ich hier immer als impliziten Eigenverbrauchsbonus und damit auch als Speicherbonus für PV-Anlagen nenne. Wir haben Haushaltsstrompreise, die inzwischen schon über 25 Cent liegen. Wir haben eine Einspeisevergütung, die unter 19 Cent liegt. Und das heißt natürlich, dass jede Kilowattstunde, die ich nicht ins Netz einspeise, sondern selbst verbrauche, mir einen entsprechenden Zusatzerlös beschert. Und dieser Zusatzerlös, das wird leider auch immer vergessen, der fällt nicht vom Himmel, sondern der wird natürlich bezahlt von denjenigen, die die wegfallenden Netzentgelte zahlen müssen und von denjenigen, die für das wegfallende Steueraufkommen und das Aufkommen aus der Konzessionsabgabe und so weiter dann diese Lücken eben schließen müssen. Also das heißt, wir haben eine Förderung oder Subventionierung, wie auch immer Sie das nennen wollen, von
PV-Speichern sozusagen schon über diesen Weg schon heute. Gleichwohl hat der Bundestag uns aufgefordert, auf Initiative der Koalitionsfraktionen technologieoffene Programme, so heißt es da in dem Antrag, zur Speicherförderung zu entwickeln und ein Marktanreizprogramm zu entwickeln. Dieser Beschluss von der Historie sozusagen zielt vor allem auf PV-Speicher ab, kleine PV-Speicher in den Haushalten. Das werden wir machen, wenn uns der Bundestag auffordert, dann werden wir das natürlich auch tun. Da sind wir dabei. Aber ich kann jetzt auch mit der KfW übrigens in intensiver Kooperation, aber ich kann jetzt natürlich noch nicht zu den Details sagen. Gefordert ist, dass das im Oktober vorgelegt wird und ich denke auch, dass wir bis dahin einen Vorschlag dann vorlegen können. Fazit: Speicher sind ein wichtiges Thema für die künftige Energieversorgung, aber nicht unbedingt für heute oder morgen, sondern eher für übermorgen. Wir haben erst mittel- bis langfristig einen größeren Bedarf, einen breiteren Bedarf an Speichern. Und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, dass wir im Moment stärker auf die Förderung von F&E und Demoanlagen setzen und nicht auf breite Markteinführungsprogramme. Und dass wir stattdessen kurz- bis mittelfristig verstärkt versuchen, andere Flexibilitätsoptionen, die vorhanden sind und die auch kostengünstiger sind aus unserer Sicht, verstärkt zu nutzen. Ja, soweit von meiner Seite. Vielen Dank.